Freitag, der 13. Mai, 5 Uhr morgens. Die Musiker laden ihre Instrumente und ihr Gepäck ein, der Bus der Temeswarer Stadtverwaltung schließt die Türen und es geht los Richtung Österreich. 9 Stunden später kommt man in Heidenreichstein an der Grenze zu Tschechien an. Zeit gibt es noch, um sich frisch zu machen, die neuen Uniformen anzuziehen, die speziell für diesen Auslandsauftritt von einer Arader Textilienfabrik genäht wurden, und es geht weiter los nach Brand. Da wartet das große Veranstaltungszelt schon voll und neugierig auf die Darbietungen der angereisten Kapellen. Eine kurze Einwärmung in den Kulissen und man wird schon auf die Bühne gebeten. Es geht dabei um das Freiprogramm der Kapellen vor dem breiten Publikum. Im Zelt sitzen aber auch die Fachjuroren, die aufmerksam auf alle Details achten. Bewertet werden der Gesamtklang, die verschiedenen Instrumentengruppen, aber auch das Ankommen bei der Hörerschaft. Wir dürfen nun die Gäste aus Rumänien begrüßen, und zwar die Stadtkapelle aus Temeswar unter der Leitung ihres Kapellmeisters Franz Hofner. Temeswar gehörte ursprünglich zu Österreich, natürlich schon einige Zeit zurück, und liegt zwischen Bukarest und Wien, jeweils ca. 500 Kilometer entfernt. Herzlich willkommen, und die Bühne gehört euch, die Stadtkapelle aus Temeswar. Viel Vergnügen. Als erstes spielt die Stadtkapelle Temeswar den Temeswarer Konzertmarsch von Franz Watz. Wie dieser Walzer verliebte Herzen. Ich danke dir, mein Herz, aus lauter Liebe zu dir. Wie das in den 20er Jahren berühmt gewordene Chiribiribim mit Trompetensolo. Natürlich auch böhmische Stücke wie die Späte Liebe von Ernst Mosch.
Tennisfahrer bilden eine der insgesamt 20 Kapellen, die sich an der diesjährigen Auflage der Blasmusik-EM angemeldet haben. Die Teilnehmer kommen aus Österreich, der Schweiz, Deutschland, Belgien, Tschechien, Ungarn und Rumänien und treten gegeneinander in drei Kategorien an. Einer der Initiatoren dieses Wettbewerbs ist der aus dem Banat stammende deutsche Musikwissenschaftler, Komponist und Arrangeur Franz Watz, der auch dieses Jahr Mitglied der Jury ist. Für mich, ja, als Banater Junge, ist die Blasmusik das quasi so die Luft, die man atmet. Ich weiß auch nicht, wann ich dazugekommen bin. Ich bin mit ihr aufgewachsen im Hause, in der Nachbarschaft. Und der hat ja das Leben der deutschen Minderheit vom ersten bis zum letzten Tag des Jahres zu allen Anlässen, egal ob die nun traurig oder lustig waren oder froh waren, immer begleitet. Also ist für mich so eine Art Lebenselixier. Die Blasmusik hat mich auch zur sogenannten seriösen Musik gebracht, sonst wäre ich ja nie in ein Musikgymnasium oder Musiklyzeum gekommen. Wir haben im Vorfeld insgesamt 2 Europameisterschaften besucht. Die besten Eindrücke für uns selbst, was wir aus einer Europameisterschaft machen möchten, konnten wir in Ried gewinnen, weil Ried ja gerade mal 2 Autostunden weit weg ist von hier. Dort waren wir 3 Tage lang und haben versucht, möglichst zu hinterfragen, welche Dinge zu uns passen und welche nicht. Man muss eben 2 Jahre hart daran arbeiten, um es eben auch wirklich perfekt zu organisieren und um das Wohlfühlen für die Musikanten rüberzubringen, dass alles stressfrei läuft und dass sich die Leute hier wirklich 3 Tage entspannt einerseits um die Wertung kümmern können und um einen gepflegten Auftritt und andererseits die Stunden zwischendurch einfach gemütlich verbringen können. Die Idee dieser Sache ist, dass man die traditionelle Blasmusik, ich würde da jetzt nicht nur böhmisch und mährisch nehmen, denn das wäre nur ein Teil. Im Banat oder im ungarndeutschen Banat oder auch teils in Serbien oder auch in Satmar hat man ja auch Blasmusik und Polkas gemacht zum Beispiel und das hat mit böhmisch erstmal nichts zu tun gehabt. Ich glaube, das ist eine Musik, die auf dem Territorium der ehemaligen K&K-Monarchie entstanden ist, wo sich mehrere Völker im Prinzip positiv beteiligt haben. Und die Idee war, dass man diese Musik auf kulturell höherer oder auch fachlich höherer Ebene macht und nicht nur im Bierzelt. Inzwischen spielen die Tennisfahrer im Bierzelt weiter und es erklingt soeben der böhmische Traum, eines der beliebtesten Stücke bei den Fans der Blasmusik. Sitzen auch ehemalige Tennisfahrer, die sich auf den Auftritt des Banater Orchesters sehr freuen. Irene und Peter Grün wurden im Banat geboren, sie leben seit mehreren Jahren in Österreich und zählen zu den Blasmusikgenießern. Ja, mit der sind wir aufgewachsen. Ja, und somit möchten wir immer gerne Blasmusik hören. Wir sind sehr zufrieden. Wir kommen schon zum zweiten Mal zu diesem Ereignis. Wir waren vor 2 Jahren in Ried. Und wir waren sehr glücklich, dass die Temeswarer aufgetreten sind. Ja, die haben uns sehr gut gefallen. Das sind extra Musiker. Der Auftritt des Temeswarer Orchesters bei der diesjährigen Auflage der EM ist auch für den Projektleiter des Wettbewerbs nicht der erste Kontakt zu Rumänien. Es gibt in Deutschland einen Kapellmeister, der heißt Reinhard Reisner, der
Vorfahren hat und auch in der Verwandtschaft viele Familienmitglieder, die Wurzeln über die Donauschwaben haben. Und ich war mit diesen Musikanten vor, ich glaube, 7 oder 8 Jahren auf einer Polka-Tournee in Nordamerika. Und vor 2 Jahren, im August, hat er mich angerufen, dass er noch 2 Musikanten braucht und gewusst hat, dass ich für solche Dinge offen bin. Und er macht eine 2-wöchige Reise nach Rumänien, zurück zu diesen Wurzeln. Und wir sind dann nach Rumänien ins Banat gefahren, haben dort im größeren Umkreis irrsinnig viele deutsche Clubs bespielt. Und die Rumänienreise war insofern eine besondere Reise, weil eben nicht nur die böhmisch-mährische Blasmusik wieder im Mittelpunkt gestanden ist, sondern weil, und das muss man leider sagen, weil wir in Österreich, was das betrifft, viel zu verwöhnt sind. Ich habe dort Dörfer gesehen, wo man sich nicht vorstellen kann, bei den Standards, die wir in Österreich haben, dass jemand von uns auf sowas verzichten würde. Und umso beeindruckender ist es, wenn man nach Rumänien kommt, in einem Dorf, wo vielleicht 10, 12 Lehmhäuser stehen und da versammeln sich um 5 Uhr Nachmittag 200 Leute, machen ein Dorffest. Alle kommen zusammen, jeder nimmt mit, was er hat und die Musik spielt. Und wir haben dort nicht für Gagen gespielt, sondern eben nur für Essen und Trinken. Und dieses Erlebnis mitzunehmen, dass wenn jemand wenig hat und trotzdem alles gibt und dabei auch noch behandelt wird wie ein, bei uns wahrscheinlich ein 5-Sterne-Hotelgast, das war sehr beeindruckend. Und generell von Rumänen habe ich sicher mitgenommen die unglaublich große Traditionsstärke. Das, was bei uns, in Anführungszeichen, im Westen oder in den Großstädten im Westen verloren geht, sind einfach Dinge wie Traditionspflege. Wo sind meine Wurzeln? Was macht mich aus? Was wird da für Kultur gespielt? Welche Tracht ziehe ich an? Diese Dinge sind bei uns Gott sei Dank wieder ein bisschen im Kommen. Aber in Rumänien war das auf jeden Fall sehr beeindruckend, weil diese Leute wirklich 3, 4 Dinge haben und die machen sie einfach mit voller Leidenschaft. Und es war sehr beeindruckend. Projektleiter Jürgen Uitz wird inzwischen auf die Bühne gebeten. Er bekommt als Geschenk eine Flasche Marmaroscher Schnaps und für ihn spielt das Orchester das dem bekannten Getränk gewidmete Stück. Was ich mir gewünscht habe, ein sehr guter Auftritt vor dem Publikum. Und den haben wir sehr schön nachgebracht und war super. Die Kollegen haben super gespielt, die Sänger haben super gesungen. Ich bin voll zufrieden. Nach dem Auftritt der am Wettbewerb teilnehmenden Kapellen zapft der Bürgermeister der Marktgemeinde Brandnagelberg das Bierfass an. Warm-up-Party spielen die Lechner Boam, Sieger des Oberkreiner Award, auf.
Am Samstag geht es für die Tanzfahrer weiter. Eine Probe steht im Saal des örtlichen Musikvereins Heidenreichstein an. Im Anschluss daran wird gegrillt und es geht nach Brand zum EM-Programm zurück. Innerhalb eines Festaktes gibt der Chor aller Blasmusikkapellen aus dem Umfeld ein Großkonzert zum 350. Jubiläum der Marktgemeinde Brandnagelberg. Große EM-Party los und zu Gast sind die Fegerländer dabei, die selbst auch den Titel des Europameisters der Blasmusik tragen. Der Sonntag bringt mit sich das Wertungsspiel der Temeswarer vor der Fachjury. Aufgespielt wird im Kulturheim der Gemeinde Altnagelberg. Wir sind bei der letzten Gruppe der EM angelangt. Teilnehmer ist jetzt die Mijoara Big Band, die Stadtkapelle Temeswar, unter der musikalischen Leitung von Franz Hoffner. Und sie kommen aus Rumänien. Die Stadtkapelle Temeswar hat ihr Gastkonzert am Freitag schon dankenswerterweise in Brand absolviert. Sie werden jetzt ein Einspielstück vorher haben. Bei der Bewertung steht auf dem Programm Ein Leben lang von Franz Watz, Gruß an Trapani von Kornel Hetterich und Franz Watz, Tannenluft von Franz Watz, Verträumte Zeiten von Franz Watz, und im Glanz der Sterne von Franz Watz. Thank you.
Bewertungsspiel geht es zurück zum Hauptzelt in Brand, wo alle Kapellen gespannt auf die Preisverleihung warten. Der Vorsitzende der Jury, Gottfried Reisiger, gibt die Gewinner bekannt. Erster Platz zum Europameister in der Mittelstufe mit 91,38 Punkte aus der Schweiz, die Frühlingsberger Blasmusikanten. Zu 91,03 Punkte und damit Europameister in der Oberstufe, die Blasmusikanten. Herzlichen Glückwunsch. In der Mittelstufe sind 4 Kapellen angetreten und ich darf sehr herzlich gratulieren zu 90,30 Punkten. Die Blechbeckers, die Europameister 2016, dürfen zum Abschluss der Blasmusik-EM noch einmal aufspielen. Gelungene Auflage der Blasmusik-EM. Damit sind es sich die Beteiligten einig, aber auch eine sehr schwere, da die teilnehmenden Kapellen alle sehr gut waren. Dieses Mal war es eine Meisterschaft mit sehr, sehr starken Konkurrenz. Wir hatten viel zu kämpfen, weil viele Orchester ungefähr gleich gespielt haben. Selbst die Kapellen, die jetzt nun vielleicht nicht mit Preisen ausgegangen sind, die haben auch begeistert spielen können. Franz Watz gab in diesem Jahr auch eine CD mit der Temeswarer Stadtkapelle heraus. Sie heißt Mit Dampf und Blech ins Wassertal und sie wurde auch innerhalb der Blasmusik-EM vorgestellt. Diese CD ist ein Beispiel, wie man Blasmusik im Banat auch heutzutage machen kann, die nicht immer identisch sein muss mit dem, was aus Tschechien oder aus Deutschland oder Österreich oder Schweiz kommt. Das hat nichts mit einer gewissen Qualität zu tun. Beides oder alles ist gut, aber man hört, dass es eine andere Mentalität ist. Und das darf oder soll es auch sein. Dann nenne ich das ja auch traditionelle Blasmusik als Gegensatz zur konzertanten Blasmusik und nicht nur böhmische und mährische Blasmusik. Und die CD, die wir gemeinsam gemacht haben, die beweist, dass es dort gute Musiker gibt, dass man Stücke machen kann, die nicht so klingen wie in Deutschland und die trotzdem gut sind. Nach einem Bewertungsgespräch mit Franz Watz geht es für die Temesfahrer nach Hause zurück. Nach einer langen Nachtfahrt kommt man am Montag in der Früh in Temeswar wieder an. Zeit für Schlussfolgerungen mit Dirigent Franz Hoffner. Dieses Jahr war die beste Organisation und auch der Wettbewerb war der höchste und der schwierigste und der beste Wettbewerb, wo derzeit, dass wir mitmachen, ist. Auch die Kapellen, die waren eine besser wie die andere. Das war eine riesengroße Konkurrenz. Mit unserem vierten Platz sind wir riesig hoch zufrieden. Wir haben 2 gute Konzerte gegeben. Auch die Kapelle, glaube ich, hat einen riesen Fortschritt gemacht. Denn wenn eine so starke Konkurrenz hinten im Nacken ist, dann muss sich jeder zusammenreißen. Auch wenn die Blasmusik in Rumänien nicht mehr so inne ist, bleibt sie für Franz Hoffner eine Herzensangelegenheit. Ich bin mit dieser Musik groß gewachsen, habe dann noch was anderes in Deutschland gemacht und habe dann hier auch weiter nochmal anders gemacht, denn für die Volksmusik oder für die böhmisch-mährische Blasmusik oder die Polka und Walze, wie die Schwobe sagen,
ist das Publikum nicht mehr da, ist weg. Und das sehen wir jedes Mal, wenn wir ins Ausland kommen. Wenn wir dort spielen, stehen die Leute im Zelt auf den Tischen und auf den Bänken und auf dem Kopf. Und wenn wir hier spielen, weiß keiner oder wenige, was gemeint ist. Müssen wir dann andere Musik machen, müssen wir Big Band Musik machen, müssen wir Operetten spielen oder müssen wir Musicals spielen. Und dann ist das. Aber nach dem letzten Konzert von diesem Jahr, vom 5. März, haben wir bemerkt, dass die Kapelle sich doch im Stadtbild integriert hat, dass die Leute die Kapelle angenommen hat, also zu den Konzerten kommen. Dieses Jahr haben wir das erste Mal die Philharmonie voll bekommen und war ein super Konzert. Und da muss man schon sagen, dass man zufrieden sein kann, was man erreicht hat in den Jahren. Und hier ist das Endstück der Temeswarer Stadtkapelle bei der Europameisterschaft der Blasmusik in Niederösterreich, eine Komposition von Franz Watz, betitelt Ade, ihr lieben Freunde. Abschied aber denken die Temeswarer noch bei weitem nicht, denn die 18. Auflage der Blasmusik EM wurde schon für Mai 2017 in Bamberg, Deutschland angekündigt.